Ich habe das Video über den Roborock S7 Pro Ultra zu deiner besseren Übersicht in Kapitel unterteilt. Springe über die Timecodes hier im Video, in der Videobeschreibung oder der Videotimeline zur entsprechenden Stelle. Oder schau dir auch gerne das ganze Video an. Ich habe den Staubsauger für die Erstellung des Videos von Roborock bereitgestellt bekommen. Meine Meinung bleibt davon vollständig unverändert. Der Lieferumfang des Roborock S Pro Ultra wiegt 14 Kilogramm, beinhaltet auf den ersten Blick aber gar nicht so viel. Es ist vor allem die wirklich große Dockingstation, die das meiste des Gewichts und Volumen im Paket ausmacht. Die Absaugstation schauen wir uns aber im weiteren Verlauf des Videos noch einmal im Detail an. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein Stromkabel, ein weiterer Filter für die Absaugstation, ein wenig Papierkram und nicht zuletzt der S7 Pro Ultra selbst. Das erste Mal den Sauger und die Dockstation ausgepackt, ist mir vor allem die enorme Größe positiv aufgefallen. Das ist wirklich ein Schiff, sieht aber trotzdem allgemein sehr elegant aus und fühlt sich hochwertig an. Das kann so auch mal mitten im Raum stehen und muss sich nicht verstecken. Was will man auch erwarten bei einem Staubsauger, der über 1000 Euro kostet? Auch von der Unterseite macht der Sauger was her. Hier zu sehen ist der Einsaugschlitz, zwei feste und eine bewegliche Rolle sowie festgeschraubt die Kehrbürste. Auf der Vorderseite eingebracht ist die Ladebuchse, mit dem sich der Sauger eigenständig in der Station aufladen kann. Schauen wir uns nun aber erst einmal die Absaugstation an. Die Dockingstation besteht aus drei Behältern, die das, was der Sauger auf seiner Tour zurückbringt, aufsammeln. Zum einen ist es ein Behälter fürs dreckige Wischwasser, fürs saubere zum Nachfüllen und der Staubbehälter, in dem das landet, was der Sauger auf seiner Tour einsammelt. Auch die Station ist hochwertig verarbeitet und macht einen soliden Eindruck. Hier befinden sich auch die Ladeanschlüsse für den Staubsauger. Das Besondere an der Absaugstation ist zum einen eben, dass alles vollautomatisiert funktioniert und zum anderen man sich lange Zeit um nichts mehr kümmern muss. Eigentlich muss man für den Sauger nur einen Zeitplan festlegen, wann er saugt und wischt und alles andere wieder erst in einigen Wochen. Hat der Sauger seine Tour beendet und fährt zurück zur Station, wird der Staubbehälter automatisiert in der Station entleert. Gleiches gilt für das dreckige Wasser. Hervorzuheben ist die selbstreinigende Funktion für den Wischaufsatz in der Station. Im Boden eingebracht befindet sich eine rotierende Bürste, die den Wischaufsatz von Dreck befreit. Die Regelmäßigkeit dieses Features kann in der App nach Zeit oder nach Raum eingestellt werden. Der Roborock S7 Ultra kann automatisiert saugen, er kann wischen und sich selbst reinigen. Positiv aufgefallen ist mir, dass beides auch in Kombination funktioniert. Der S7 Pro Ultra erkennt eigenständig Teppiche und hebt seinen Wischer automatisch an und steigert die Saugleistung, was wirklich praktisch ist. Wenn du dem Roborock den Auftrag, die Bude zu wischen gibst, reinigt er die Wohnung besonders intensiv, indem er den Wischaufsatz extrem vibrieren lässt. Der Sauger hat eine Saugleistung von 5100 Pascal, was wirklich hervorragend ist und andere Geräte, die ich bisher getestet habe, in den Schatten stellt. Sensoren hat der Roborock S7 Pro Ultra einige. Zum einen ist es der 3D-Scanner auf der Oberseite, der dir ein dreidimensionales Ebenbild deiner Wohnung in der App erstellt. An der Front sind weitere Sensoren angebracht, die deinem Sauger helfen, sich in der Wohnung zu orientieren und Hindernisse frühzeitig zu erkennen. Treppen würde der Sauger nicht herunterfallen, davon halten ihn Sensoren an der Unterseite ab. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, den Roborock S7 Pro Ultra 2 Wochen zu testen und bin wirklich angetan. Der Sauger in Kombination mit der Station ist schon ein bisschen der All-Inclusive unter den Saugern. Hochwertig verarbeitet, sowohl die Station als auch der Sauger selbst.
Die App ist übersichtlich aufgebaut, bietet eine 3D-Ansicht und es lässt sich sehr vieles individuell einstellen und automatisieren. Einzig, vielleicht hätte man statt dem Staubbeutel in der Station auch dort einen Kunststoffbehälter einbringen sollen, der einfach ausgeleert wird und nicht ständig neu gekauft werden muss. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über den Roborock S7 Pro Ultra verschaffen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Roborock für die Bereitstellung. In der Videobeschreibung findest du Links zum Kaufen und für weitere Informationen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!